So, der letzte Teil, über den ich mich jetzt äußere, ist PvP. Ich möchte das Ganze natürlich auch nicht ewig in die Länge ziehen, dieses Fazit. Aber PvP ist für viele Spieler, denke ich, MOP net on, wo es zeigt, wie man es nicht machen sollte. Ne? Es gab viele Änderungen, viele einschneidende Änderungen im PvP-System von WoW, die nicht wirklich jeder befürwortet. Ich auch nicht. Zumindest zum Teil. Ich nehme mir nochmal einen Schluck Kaffee. Oh mein Gott! Ja, die Änderungen sind krass einschneidend. Ich mag mal behaupten, solche Änderungen hat es eigentlich im Prinzip noch nie gegeben. Noch nicht mal zur Einführung von Abheadung oder so irgendwie was, ne? Denn am Anfang von MOP war PvP so, wie wir es gewohnt sind. Ne? Es gab Abheadungen, es gab, meine ich, auch PvP-Macht? Gab es auch PvP-Macht? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall hat Blizzard sich entschlossen, mit Patch X es einzuführen, dass jeder Spieler eine Grundabhärtung hat. Eine Grundabhärtung von 65% damals in der ersten Stufe. Das heißt, du konntest auch als Spieler mit keinem PvP-Gear Battlegrounds spielen und warst nicht innerhalb von 2 Sekunden tot. Okay, wir merken uns jetzt mal innerhalb von 2 Sekunden tot. Das ist nämlich ein wichtiger Satz in der kommenden Diskussion, in dem Monolog, den ich jetzt führe. Innerhalb von 2 Sekunden tot. So, das hat Einsteiger natürlich ermöglicht, wesentlich entspannter PvP zu spielen, Equipment zu sammeln, ne? Der Ausgleich dafür, dass jeder Spieler quasi eine Basisabhärtung hatte und es später dann auch vom Equipment entfernt wurde, dass PvP-Macht eingeführt wurde, beziehungsweise dass diese PvP-Macht auf jedem Item vorhanden war und Abhärtung eben nicht mehr, weil man hat sie ja standardmäßig gehabt. So. Dadurch hat quasi PvP-Macht den Stellenwert von Abhärtung eingenommen, kann man so sagen, auf dem Equipment. Und gleichzeitig mit dieser, mit der zweiten Stufe von Abhärtung, wie viel Abhärtung hat man jetzt? Ich weiß es noch nicht mal. Aktuell 70 oder 75% Standard-PvP-Abhärtung oder 72, so irgendwie was um den Dreh. Also man reduziert standardmäßig den Schaden um 72% von anderen Spielern. Gleichzeitig damit wurde ja auch eingeführt, dass man auf Battlegrounds, beziehungsweise in Battlegrounds, in Arenen, in instanzierten PvP-Zonen eben, es eine Reduzierung, beziehungsweise es eine Abwertung des Item-Levels gab. Das heißt, alles, was über einem bestimmten Item-Level von 496 war, so was in der letzten Season gewesen, wurde runterskaliert auf diese 496. Das heißt, keiner hatte Vorteil durch PvE-Gear, das irgendwie einem Heroic-Standard quasi entsprach und Item-Level 580 gehabt hätte, sondern alle hatten Item-Level 496 im Optimalfall. So, jetzt ist natürlich das Tolle daran, dass man generell Items ja auf dieses Item-Level designen kann. Das heißt, aktuell haben die PvP-Items, die du für Eroberungspunkte kaufen kannst, ein Item-Level von 522, was sich erstmal toll anhört. Allerdings haben PvE-Items ein Item-Level von deutlich mehr. Zum Teil, nehmen wir mal den Legendary-Umhang. Ne? Item-Level 600 ist jetzt zwar ein schlechtes Beispiel, ne? Aber es gibt ja auch PvE-Teile, die Item-Level 570, 580 haben. 580 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber 570 müsste drin sein. Sprich 50 Item-Level über dem PvP-Gear. So, dieses PvE-Gear ist natürlich auf DPS ausgelegt, ne? Mit Trinkets, mit TZ-Boni und sowas alles. Und natürlich hat man im letzten Patch eine Insel einführen müssen, in der es natürlich auf PvP-Servern mächtig abgeht. Und PvP-Server ist ja eigentlich dafür gedacht, um PvP zu spielen. Und eigentlich sollte PvP-Gear, ne, PvP-mäßig schon ein bisschen was taugen. So, jetzt hat man aber einen Spieler, der PvE-Gear hat, 570er Item-Level, gegen einen PvP-Spieler mit 520 Item-Level. So, dieser PvP-Spieler hat jetzt natürlich ein bisschen PvP-Macht, ne? Das heißt, der haut vielleicht 50% mehr Schaden auf den PvE-Spieler. Ja, aber so ein PvE-Spieler, ich erinnere mich da jetzt gerne mal an so ein Video von einem Hexer von Method, das du hier auch auf YouTube finden kannst. Der Opener als Gebrechenshexer, 1 Million DPS.
Das ist zwar Raid gebufft, ziehen wir mal eben ein bisschen DPS ab. Ziehen wir einfach mal, wie viel ziehen wir ab? 200 DPS ab. Da bleiben noch 800, also 200.000 DPS ab. Bleiben noch 800.000 DPS von dem Gepreschenshexer. Jetzt ziehen wir 70% ab wegen Abhärtung. Dann sind, das lässt sich jetzt beschissen rechnen, ne? Okay. 70% von 800.000 sind, da bleiben noch rund, ja, wie viel bleiben übrig? 200, sagen wir jetzt einfach mal 230.000 DPS. Bin ich richtig? So, das heißt, dieser Hexer könnte einen PvP-Spieler, der um die 450.000 Leben hat, immer noch in 2 Sekunden töten. 2 Sekunden. PvE-Spieler gegen PvP-Spieler. Und gegen der PvP-Spieler, ich schätze jetzt einfach mal so 250.000 bis 300.000 mehr Leben runterkloppen muss, dass der PvE-Spieler durch sein PvP-Gear natürlich hat. Ja? Und da frage ich mich, was soll die verschissene Änderung, warum hat ein PvP-Gear so ein verschissen niedriges Item-Level im Vergleich zu PvE-Gear? Vor allen Dingen, wenn man so eine Insel einführen muss, wo es klar ist, dass auf PvP-Servern, dass es da Schlachten gibt, ne? Dass es da Gezerge gibt, noch und nöcher, und dass da vielleicht auch PvP-Spieler Interesse hätten, ein bisschen mitzumischen, aber so ist es ja eigentlich fast unmöglich. Und dass es sogar, dass man sogar hier die eigene Fraktion attackieren kann, ne? Sprich Ruffarmen oder Münzenfarmen, whatever. Und das finde ich eigentlich der Mega-Fail. Generell habe ich nichts gegen diese Spieler, sollten 70% Abhärtung standardmäßig haben. Dagegen habe ich generell nichts. Aber warum hat PvP-Gear so ein Item-Level, das quasi dem letzten Raid entspricht, Thron des Donners mit 522, im Vergleich zu dem tollen neuen PvE-Gear, verstehe ich nicht. Das muss mir Blizzard erstmal genauer erklären. Ja, und in diesem Sinne war es eigentlich zum PvP. Die noch eine große Änderung, die es jetzt natürlich gab mit dem letzten Patch mit 5.4, war eben, dass man serverübergreifend Arena spielen kann und ohne Team. Ne, das ist ein dicker Pluspunkt für mich, gerade mit den Cross-Run-Zonen. Das heißt, du triffst dich, beziehungsweise du läufst gerade mal einen Schritt vor OG zum Beispiel, und dann kannst du im Channel eben schreiben, suche RPG oder suche Arena-Gruppe für Fünfer, whatever. Und dann findest du via Cross-Run-Zone eben Anschluss. Das macht natürlich solche Add-ons wie OQ zum Beispiel fast schon überflüssig, denn du weißt natürlich, ja, mit wem du spielst, wenn du dir selbst eine Gruppe suchst. So, und generell war es aber eigentlich zu meinem MOP-Fazit. Es sei denn, mir fällt noch was ein im Nachhinein, was ich noch erwähnen möchte, aber ich glaube jetzt nicht. Nein, jetzt nicht. Bleibt mir eigentlich nur noch zu hoffen, dass der Release jetzt von, beziehungsweise die Bekanntgabe vom neuen Add-on weniger niedlich ist wie MOP. Sind wir mal ehrlich, das können wir jetzt eigentlich nicht noch gebrauchen. Ne? Ein Mist of Hello Kitty oder sowas. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, du postest deine Meinung in einer konstruktiven Weise unter mein Video, was du von der Sache hältst. Wie fandst du MOP? Fandst du auch, dass es zum Großteil schlecht oder zum Großteil gut war? Und was fandest du gut, was fandest du am beschissensten? Mach mal so eine Top 3 oder eine Top 2. Was fandst du gut, was fandst du beschissen? Und in diesem Sinne bin ich raus, und wir sehen und hören uns im nächsten Video.